Ich begrüße Sie ganz herzlich hier bei uns auf der Bühne. Mein Name ist Elisabeth Almendinger. Ich bin Referentin für Bildungspolitik und Public Affairs hier beim BITKOM und freue mich sehr, Sie heute Nachmittag hier durch das Programm auf der Digital Identity Stage begrüßen zu dürfen. Sie haben ja die Wahl zwischen vier Bühnen, der Main Stage, der Innovation and Workshop Stage und der International Stage. Aber ich kann Ihnen sagen, Sie sind hier genau richtig. Und hier begrüßen wir jetzt Herrn Dr. Dominik Daime. Schön, dass Sie wieder bei uns dabei sind beim EIDAS Summit. Ich kann Sie schon sehen und vor allem kann ich auch Ihre Präsentation schon sehen zu den Digital Identity Wallets auf Basis EIDAS 2.0 Ecosystems, Grundlage für viele attraktive Geschäftsmodelle, ist Ihr Titel und ich will Ihnen gar nicht weiter Zeit klauen. Sie sind CEO und Founder von Comuni und freue mich, wenn Sie uns hier Einblicke geben. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank in die Runde und vielen Dank an die BITKOM, dass ich stimmt schon dieses Jahr einmal berichten darf, eigentlich über die Frage, wie entwickelt sich eigentlich dieses Thema EIDAS 2.0 weiter und welche Potenziale stecken eigentlich da drin. Wir haben heute Vormittag ja schon sehr viele Eindrücke bekommen aus Sicht der Europäischen Kommission, aber auch aus Sicht des BSI, wenn es darum geht, den aktuellen Stand der Toolbox zu beschreiben. Wichtig ist, dass wir immer wieder über die Frage diskutieren, können wir eigentlich dieses Thema auch eigentlich in richtige, attraktive Geschäftsmodelle, Businessmodelle überführen und damit in den nächsten Jahren auch dafür sorgen, dass diese Wallet-Technologie und die damit verbundenen Anwendungsfälle auch ins Feld kommen. Ich glaube, wir sind uns allerdings hier in dieser Runde einig, dass die Zeit der Karten, der Schlüssel, der Portemonnaies in den nächsten Jahren vorbei ist, weil wir die Chance haben, über die Nutzung des Mobilgerätes doch viel mehr Komfort und Sicherheit umzusetzen. An dieser Stelle glaube ich sogar sagen zu dürfen, dass Kinder, die heute geboren werden, wahrscheinlich gar nicht mehr mit einem Portemonnaie durch die Stadt laufen werden, sondern dies mit dem Mobilgerät durchführen. Und das hängt damit zusammen, dass wir an dieser Stelle natürlich das Mobilgerät für vielfältige Anwendungsfälle in Zukunft nutzen können. Und ich glaube, wir reden immer wieder über diese verschiedenen Möglichkeiten, die der Staat uns bietet, nämlich den digitalen Führerschein oder den digitalen Personalausweis. Aber wenn es darum ankommt, wirklich Lebenswelten des Menschen zu gestalten, dann sind es am Ende die digitalen Ökosysteme, die an dieser Stelle von Unternehmen geschaffen werden, von Versicherungen, Banken oder von Unternehmen für ihre Mitarbeiter. Und genau hier geht es um die Frage, wie kann ich eigentlich den Use Case so gestalten, dass eben nicht nur das Attribut Führerschein oder Personalausweis, sondern vielfältige Credentials genutzt werden, um mobiles Ausweisen oder mobilen Zugang zu ermöglichen. Wir leben an dieser Stelle in Europa und das ist natürlich auch eine Gnade, gerade wenn es um die Frage geht, wie schaffen wir es, dass wir innerhalb von Europa nicht nur ein gemeinsames Rechtssystem aufbauen, was unseren Wertevorstellungen entspricht, sondern wie schaffen wir es auch, den Menschen und damit auch die Selbstbestimmtheit in den Vordergrund zu rücken. Ich glaube, wir können stolz darauf sein, dass wir in unserer Community alle auch darauf achten, eben nicht nur Nutzerorientierung hinzubekommen, sondern auch zu schauen, wie können wir Aspekte der Datensicherheit und der Selbstbestimmtheit in die Anwendungsfälle mit einbringen. Und natürlich ist die EIDAS-Verordnung und das Potenzial, was dahinter steckt, nämlich auf der einen Seite einen Rechtsraum zu schaffen und ein entsprechendes Framework, ein Governance-Framework aufzubauen, und gleichzeitig auch ein Potenzial im Hinblick auf das Thema Interoperabilität und Sicherheit, dass wir es endlich schaffen, in Europa noch stärker gemeinsam eine Infrastruktur zu entwickeln. Und an dieser Stelle sind eigentlich diese beiden Aspekte so relevant, wenn es darum geht, diese Anwendungsfälle auf dem Mobilgerät in Zukunft zu realisieren. Und dann sprechen wir eben auch, heute Morgen kurz angeklungen, über das Thema Ecosystem. Und das ist natürlich erstmal ein sehr abstraktes Thema, wenn wir über die Frage sprechen, welche bestehenden Akteure es heute gibt und welche in Zukunft dazukommen, um diese Anwendungsfälle zu realisieren. Relevant dabei wird aber sein, dass natürlich dadurch auch komplett neue Geschäftsmodelle entstehen. Wir wissen, dass die Frage, wie komme ich denn zu meinen Attributen und wie werden die eigentlich sicher in die Wallet integriert, ein wesentliches Geschäftsmodell all denen ist, die zum Beispiel das Thema qualifizierte digitale Signaturen umsetzen. Und es wird auf der anderen Seite aber auch möglich sein,
für Reliant Parties eben neue Services aufzubauen und damit auch eine Monetarisierung von Wallet-Technologie in Zukunft aufzubauen. Eine besondere Rolle kommt an dieser Stelle natürlich den Betreibern zu, die entsprechende Technologien umsetzen, die also wirklich auf dem Mobilgerät in ihren Apps eine entsprechende Wallet und die damit verbundenen Prozesse anbieten werden. Technologisch gesehen entsteht ja an dieser Stelle eine Organisationsstruktur, die auf der einen Seite dafür sorgt, dass Daten auf die Mobilgeräte abgeleitet werden können und auf der anderen Seite sie eben weitergegeben werden können an Relying Parties. Das ist nichts anderes, als an der Stelle ein Datensharing zu organisieren über das Mobilgerät. Und das erfordert auf der einen Seite natürlich die Fragestellung, welche Attribute kann ich in Zukunft mit welchen entsprechenden Sicherheitstechnologien überhaupt ableiten? Und woher kommen diese Attribute? Und wie schaffe ich sie eben immer mehr dieser Informationen zu übernehmen? Und gleichzeitig, wie mache ich sie nutzbar für entsprechende Relying Parties? Das dahinterliegende Governance-Modell und die Chance, die wir jetzt haben, an dieser Stelle das auf der einen Seite zu nutzen, in etablierten Technologieformen, Stichpunkt zentrale Public Infrastruktur oder neuer Technologien, dezentraler Infrastrukturen, das ist eigentlich genau die Chance, die jetzt dahinter liegt. Und interessant ist an der Stelle, wenn man noch einmal ganz kurz auf das Thema Geschäftsmodelle schaut, dass nämlich diese unterschiedlichen Akteure, die hier zusammenspielen, auch in einer Person liegen können. Eine Krankenversicherung kann sowohl derjenige sein, der Attribute zur Verfügung stellt, also zum Beispiel den Versichertenstatus, die Zusatzversicherung oder andere Dinge, kann gleichzeitig für ihre Versicherten eine entsprechende Wallet oder auch ein Zugangssystem, eine digitale Identität ermöglichen und stellt in ihrem eigenen Ecosystem zahlreiche eigene Applikationen zur Verfügung, die an dieser Stelle genutzt werden durch diesen gemeinsamen Zugang über das Mobilgerät. Und das ist eigentlich das Spannende an diesem Thema, dass wir jetzt dazu kommen, dass die Monetarisierung von solchen Themen wir dann hinbekommen, wenn wir schaffen, diese entsprechenden Akteure auch zu enablen, ihnen also Zugang zu der Technologie, zu unserem Wissen und damit am Ende auch zu den unterschiedlichen, sag mal, relevanten technologischen Aspekten. Mit der Toolbox und dem entsprechenden Framework, was hier aufgebaut wird, was heute Morgen von dem Vortrag aus dem BSI auch ganz kurz auch einmal dargestellt wurde, sehen wir, dass es eben diese unterschiedlichen Komponenten braucht, um ganz wichtig Secure Storage und auch das Key Management hinzubekommen, aber wesentlich auch die Interfaces für das Thema Authentifizierung und für die Ableitung und Weitergabe von Informationen herzustellen. Und das ist am Ende ein Thema, was, wenn wir es wirklich in die Fläche reinbekommen wollen, wir es an dieser Stelle eben nicht nur einzelnen wenigen Unternehmen ermöglichen sollten, eine solche Technologie zu beherrschen. Die Frage, die also derjenige, der einen entsprechenden Use Case umsetzen möchte, ob es eben der Mitarbeiterausweis oder die digitale Identität im Gesundheitswesen ist, derjenige, der so einen Use Case umsetzen muss, der hat relativ viele Fragestellungen, die er dann umsetzen muss, auch im Hinblick auf die Vorgaben, die sich durch die neue ID-Wallet und der Toolbox ergibt. Stellt sich also die Frage, wie können wir das Ganze dadurch eigentlich beschleunigen und vereinfachen, indem wir eigentlich den Unternehmen, die so etwas einsetzen möchten, die entsprechenden Instrumente an die Hand, also sie praktisch enablen, eine solche Lösung selber aufzubauen. Das ist eigentlich auch genau der Ansatz, den wir verfolgen, nämlich die Möglichkeit, Unternehmen mit einer Digital Identity Wallet Technologie ein technisches Framework zur Verfügung zu stellen und alle Funktionen, die sie brauchen, um am Ende eine Wallet Application zu bauen oder selber Wallet Provider zu werden, sehr einfach zur Verfügung zu stellen. Die Funktionalitäten, die hierfür notwendig sind, sind am Ende eine sichere Umgebung auf dem Smartphone zu erreichen, damit Daten dort gespeichert werden können, zu schauen, wie können Daten abgeleitet werden auf das Mobilgerät. Wie kann einfach auch sichergestellt werden, dass der Zugriff nur durch den Menschen und durch den Nutzer gewährleistet ist. Und wie schafft man es, diese Daten dann am Ende wieder in
die weiterzugeben und über das Mobilgerät verfügbar zu machen. Das Ganze optimalerweise auch im Offline-Betrieb, damit solche Daten eben nicht nur dann benutzt werden können, wenn ich eine gute Internetverbindung habe. Unsere Technologie an der Stelle schafft das Ganze eben als White-Label-SDK umzusetzen, weil es darum geht, eigentlich die Funktionalitäten so weit zu vereinfachen, dass sie ein Softwareentwickler einfach implementieren kann, ohne eine entsprechende Vorgabe für das Thema User Interface oder UX zu erhalten. Allerdings, und auch da haben wir eigentlich auch geschaut, wie schaffen wir es jetzt, diesen selbstbestimmten Anspruch, den die EU an der Stelle fordert, umzusetzen. Und der Vorteil von Gaia X, den wir gerade gehört haben zuvor, war eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wie wir es schaffen, technologisch bestimmte Credentials so zu verarbeiten, dass sie auf dem Mobilgerät zur Verfügung gestellt werden. Und dass sie damit auch die Möglichkeit haben, dass sie eben wirklich in der Hand des Nutzers liegen. Und dass jeglicher Wallet-Provider, der vielleicht Kommunikation auch noch über das Backend ermöglicht, weil zum Beispiel im Kontext von OpenID Connect es heute noch gar nicht anders möglich ist, dass derjenige keinen Zugriff auf diese Daten hat. Und das Ganze an der Stelle entsprechend so interoperabel funktioniert, dass es einfach implementierbar ist in bestehende Systeme. Und damit sind eigentlich auch diese drei wesentlichen Aspekte umgesetzt, nämlich Nutzung heutiger Standards wie OpenID Connect als Beispiel, zweitens die Möglichkeit, wirklich Profilbildung zu verhindern und drittens auch wirklich Selbstbestimmung umzusetzen. Das Ganze funktioniert an dieser Stelle dadurch, dass wir zusammen mit Bild38, einem namhaften Unternehmen im Kontext App Security, geschafft haben, jetzt diese Funktion so zu skapseln und gleichzeitig auch hier die Technologien so zur Verfügung stellen, dass sie eigentlich schon dementsprechend, was die Toolbox heute fordert. Sie sehen deswegen an der Darstellung unserer technischen Architektur, die lehnt sich so ein bisschen an der Frage, wie Sie vorher gesehen haben, wie die Toolbox die Themen organisiert. Und es geht auf der einen Seite darum, dass man die Möglichkeit hat, hier Module selber anzuschließen, um hier zum Beispiel Daten von unterschiedlichen Akteuren zu übernehmen. Die Beispielfirmen sind hier eigentlich nur diejenigen, die man so kennt. Das ist eigentlich gar nicht unsere Aufgabe, sondern diese Module bauen dann hinter Systemintegratoren oder Softwaresteller, die sozusagen die Ableitung von Informationen in die Wallet erreichen wollen. Die Kernfunktionalität besteht darin, die Daten hier sicher zu verwahren. Da kommen entsprechende Komponenten der Bild38 ins Spiel. Und wesentlich hier die Interfaces zu bauen in Richtung der Ableitung von Informationen und der Weitergabe. Das Besondere, was wir dort machen, ist, dass wir eben die Wallet-Technologie nicht nur als Speicher nutzen, sondern die gesamte Verarbeitung der Daten komplett auf das Mobilgerät übertragen. Das bedeutet, dass die notwendigen Token, die weitergegeben werden, auf dem Mobilgerät erzeugt werden. Zur Konsequenz, dass wir damit unterschiedliche Arten von Formaten unterstützen können. OpenID Connect, dadurch, dass wir dieses Token jetzt hier schon erzeugen und über einen praktisch Kommunikationsserver weitergeben, aber auch andere Arten von Token. Bis hin zu der Thema Credentials, die an der Stelle dem W3C-Standard genügen und die dann auch in Projekten wie Gaia X oder in anderen Themen mit eingesetzt werden. Das Ganze ist eingebettet in eine Technologie, die wir hier als Operator bezeichnen, denn die Chance, die hierin besteht, ist, dass ich diese Technologie einfach in meine App implementiere, ohne an dieser Stelle ein eigenes User-Interface von dem SDK zu nutzen, sondern dieses User-Interface hier selbstständig aufzubauen und damit eine reine Technologie-Framework zu verwenden. Warum tun wir das? Wir möchten an dieser Stelle dafür sorgen, dass diese Technologie in den nächsten Jahren genutzt werden kann von vielen Unternehmen als Technologie-Framework, als agnostisches Instrument, um damit unterschiedliche Use-Cases umzusetzen. Und damit eigentlich die viele Unternehmen zu befähigen,
in dieses Thema Wallet-Technologie einzusteigen, ohne dass sie jetzt wirklich selber diese kompletten Security, Interoperabilität und auch Spezifikationen selber nutzen. Dadurch schaffen wir Komponententechnologie. Das heißt also die Möglichkeit, die unterschiedlichen Unternehmen so miteinander zu verbinden, dass an der Stelle jetzt keine Locked-In-Effekte entstehen. Dass also nur eine gewisse kleine Anzahl von Wallet-Providern, die an dieser Stelle solche Technologien beherrschen, dann auch am Ende das ganze Thema für sich beanspruchen. An dieser Stelle ist eben diesen Softwareherstellern dann am Ende wichtig, dass ich verschiedene Vorteile aus dieser Technologie rausziehe, insbesondere auch die Möglichkeit, möglichst breit diese Wallet-Technologie einzusetzen, auf möglichst vielen Endgeräten, was wir eben durch diese Kombination mit Bild 38 zum Beispiel sehr gut erreichen. Ich denke, wenn es darum geht, in Zukunft die eIDAS 2.0-Thematik zu monetarisieren, wenn es darum geht, attraktive Geschäftsmodelle aufzubauen, dann brauchen wir an der Stelle komponentenorientierte Ansätze, die möglichst vielen Akteuren die Chance geben, dieses Thema zu beherrschen. Wir brauchen standardisierte Technologie, aber wir arbeiten auch daran, dass wir am Ende das Ganze so selbstbestimmt umsetzen, dass es wirklich den Menschen dient und ihnen die Möglichkeit gibt, zusammen mit den Unternehmen persönliche Daten sicher und vertrauensvoll zu teilen. Und dazu glauben wir, ist es notwendig, dass wir dieses Ökosystem so gestalten, dass es möglichst viele Akteure gibt, die möglichst viele Geschäftsmodelle untereinander aufbauen können und die notwendige Technologie durch uns, die wir die Möglichkeit haben, das weiterzugeben, also uns auch im Bitkom, all den Akteuren, die wir gemeinsam hier zusammenarbeiten, dass wir das schaffen in den nächsten Jahren auch uns. Ich danke vielmals und freue mich auf Rückfragen. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Daimel, für die Einblicke in die technische Architektur dahinter und auch dem, woran Sie da gerade arbeiten. Herzliche Einladung an Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Ihre Fragen in den Chat zu stellen. Vielleicht vorneweg die Frage, wenn es darum geht, eben diese Wallet-Technologien zu nutzen, Use Cases umzusetzen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, in welchen Bereichen sehen Sie denn besondere Potenziale, dass das da zum Einsatz kommt? Also wir haben ja wir sehen ja im Payment-Bereich, dass da die Potenziale auch eben da stark darin waren, wo es einfach für den Menschen einfacher ist, ohne Geldkarte, ohne Girokarte oder andere Dinge zu bezahlen. Und ich glaube, das ist wirklich die Abschaffung der Karten mit eines der wesentlichen Themen sein, die wir in den nächsten Jahren haben. Wir sehen das im Gesundheitswesen, wie Sie wissen, dass wir da ja auch sehr aktiv sind, dass die versicherten Karten ersetzt werden durch mobile Identitäten. Und es gibt an der Stelle, glaube ich, ganz viele Karten, ob es der Mitarbeiterausweis ist im Unternehmen, der es ermöglicht, in ein Gebäude hineinzugehen oder andere, die an dieser Stelle das Potenzial geben, ersetzt zu werden. Und ich glaube, das sind auch Use Cases, die wir eben kennen und die uns deswegen auch einfacher sind, als wenn wir uns jetzt ganz was Neues vorstellen. Also etwas, was ganz basic ist. Und daher wäre meine Antwort, lassen Sie uns schauen, wo sind die Kartentechnologien, die wir mit dem Mobilgerät effizienter, sicherer und damit für den Menschen auch vielleicht am Ende selbstbestimmter umsetzen. Sehr schön, Sie sprechen an, die Kartenlösungen zum Beispiel jetzt auch Mitarbeiterausweis oder Ähnliches im Unternehmen. Inwieweit haben Sie da schon konkrete Use Cases, Kooperationen, wo das einzelne Unternehmen damit ausprobiert haben? Also es ist ja so, dass wir, das hatte ich vorhin kurz erwähnt, den Fokus bisher auf das Thema Gesundheitsmarkt gelegt haben. Und wir haben aber jetzt angefangen, Anfang dieses Jahres eigentlich dieses Produkt, Digital Identity Wallet, komplett an entsprechende Systemintegratoren weiterzugeben und uns wirklich auch zurückzuziehen, komplett auf die Bereitstellung dieses technologischen Frameworks. Und da entstehen gerade bei vielen großen Unternehmen, mit denen wir sprechen und die auch unsere Technologie schon testen und auch schon konkret für Use Cases andenken, ganz neue Ideen. Und das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Also wir schaffen es dann, wenn wir sozusagen ein Stück Basistechnologie nehmen und es anderen in die Hand geben, dass sie damit ihre Use Cases selber kreieren können. Und das ist genau den Ansatz, den wir verfolgen.
Und da sind die Ansätze, und deswegen habe ich gesagt, Mitarbeiterausweis zum Beispiel ein ganz konkreter, der sicherlich bald damit auch realisiert. Sehr spannend. Ich glaube, wir haben jetzt gerade akustisch, aber wir haben Ihre Antwort noch von uns gehört. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank, dass Sie hier heute bei uns waren, auf der Digital Identity Stage und genau das vorgestellt haben, damit es eben auch viele Anwenderinnen und Anwender gibt, die eben ganz konkret dadurch neue Innovationen schaffen, Neues ausprobieren. Damit sind wir am Ende des Programms auf dieser Bühne angelangt, auf die Digital Identity Stage. Der EIDA Summit geht aber noch weiter, und zwar auf der Mainstage, da wo heute Vormittag auch schon das Programm war, mit einer Abschlussdiskussion zum Thema Ausblick auf die Zukunft der EIDAS und digitalen Identitäten für Europa, und zwar mit spannenden Gästen, einmal mit Marlene Letixerand, die ist Regierungsdirektorin und juristische Referentin im Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Außerdem begrüßen wir dort Dr. Kim Nguyen, Geschäftsführer bei D-Trust, und Dr. Dirk Boywood, Managing Director und CTO bei Verini. Von daher lade ich Sie herzlich ein, zurück auf die Eventplattform zu gehen und dort auf der Mainstage dem Programm, dem Abschluss unserer EIDAS Summit zu folgen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Nachmittag hier auf der Digital Identity Stage waren und mit uns die aktuelle Anwendung, konkrete Beispiele, Umfrageergebnisse und den Ausblick rund um digitale Identitäten gemacht haben. Wir hatten erst letzte Woche den Bundes-CIO Markus Richter hier bei uns zu Gast im Bitkom at 8, unserem politischen Frühstücksformat, der gesagt hat, das wichtigste Projekt der Digitalisierung sind sichere digitale Identitäten. Wenn wir das nicht schaffen, dann fällt ein Großteil der Digitalisierung flach. Deswegen ist diese EIDAS Summit auch so wichtig. Und damit herzliche Einladung, weiter auf der Mainstage dem Programm zu folgen. Ich bedanke mich und wünsche noch einen schönen Nachmittag.